So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Und sie kommen zu einem Video von Layers of Fear. Schön, dass ihr mit dabei seid, Leute. Jo, wir sind immer noch in der Geschichte des Schauspielers, Schauspielerin, man weiß es nicht. Ich glaube, das ist sogar eine Frau. Haben uns hier am letzten wieder durch das Schiff gegruselt, mehr oder weniger. Mussten uns auch dann eine Entscheidung treffen zwischen einem Mann und einer Frau, welche wir erschießen. Das Ding ist, wir konnten sogar nur die Frau erschießen. Deswegen hat man hier auch so ein Loch. Weil das Projektil wohl durch einige Wände des Schiffs gegangen ist. Jetzt überall so leuchtende Löcher hinterlassen hat. Ja, das war eigentlich das Spannendste. Da, sonst muss man sich dann einfach mal das ganze Video nochmal geben. Weil es immer ein bisschen random zu erklären. Okay. Taschenlampe. Ah, hier. Und, Alter, was ist denn das jetzt für ein Geblinke, ein Junge? Und ich spiele einen Herrn, will ich jetzt mal sagen. What the hell? Hat hier Slenderman verarmt oder was? Achso, was denn jetzt? Kann ich mich hier knocken? Ich sogar. Aber ich komme noch nicht durch. Verarsche. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch passiert ist. Was da passiert nicht mehr. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben ein paar Puppenrätsel gemacht. Stimmt. Und wir haben ja jetzt die Kamera. Ah, der ist mit der Taschenlampe. Genau. Kann ich gewisse Puppen zum Leben erwecken und dann. Die führen dann gewisse Handlungen aus. Klappt nicht immer. Klappt nicht immer. Gut, ich frag mich jetzt, what the hell, wo kommst du denn jetzt her? Was macht ihr hier? Sind voll hart gruselige Dinger, diese Dummies. Okay, passiert nichts. Was war das so? Ist ein bisschen gruseliger. Ich glaube, hier kann ich dann eine gewisse Szene laufen lassen, ne? Ja, siehst du? Danke! Das ist schon ein Bullauge, leicht verschmiert, Alter. Warum ist das Bullauge eigentlich so verschmiert? Ich sehe, das meinte ich mit dem, man kann die Puppen gewisse Aktionen durchführen. Ah, nice, danke. Okay. Und das ist er. Jetzt war einer. Okay, haben wir jetzt einen Dämon beschworen, der uns erfolgt hat. What the? Fuck you, Alter. Leck mich. Spacko. Wir sind jetzt alle schwarz-weiß, was soll das? Würde mich jetzt ärgern. Hol. Look what I found, Mr. Hardy. Enter This hier. Chart will lead us away from peril and into safe harbor. Ja, ist da nochmal ein Bug eines Schiffes. Heck, Bug, Steuerbord, Backbord.
shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. She doesn't like it when you play with anyone but her. Junge, wer bist du denn? Ist er nicht eher als Junge? Ach, geh noch weiter. Hallo. Ah, jetzt. Requisiten, Einkaufsliste, Nachbildung eines Steinschlosspistolen aus dem 17. Jahrhundert. 1, volle Funktionsfähig. Blitzpulver durchgestrichen, Schwarzpulver, 4 Keks, je vielen 66 Pfund. Munition, 5 Schachteln, die 100 Stück. Trappen, 100. Okay, haben die mit der echten Kugel rumgeballert oder auch mit der echten Kanone? Besonders Attrappe und dann voll funktionsfähig. Junge, habt ihr denn einmal vor? Wer bist du denn jetzt? Hä? Was ist los? So kann ich gar nicht unendlich lang machen. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen. Muss es nicht verstehen, nur zuhören und es vorspielen. Okay. Jetzt du. Ja. Wo bist du hin, mein Freund? Wo ist er hin? Der hat unsere Taschenlampe. Ja, eigentlich nicht, aber. Lily, I think there's something in the dark. Shh, someone's coming. Hello? Anyone there? Bloody hell. Sod it. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Okay. Blut, blut, blut. Die Taschenlampe ist doch chilliger. Das ist jetzt gerade kein Nippelspatzer mehr, das ist ja mehr so ein altes. Was waren das für Beine? Wie kommen die jetzt her? Ja, mein Controller spackt, das ist blöd. Der Trigger ist im Arsch. Der Triggerpunkt. Ja, Junge, was soll ich denn machen? Achso, ich dachte, er kann mich jetzt attackieren. Danke, Kumpel. Wo ist er hin? Okay. Die Musik wird auch dramatischer. Das konnte man in dem letzten.
Und im Originalspiel auf jeden Fall nicht. Close the door. Okay, wer war er denn jetzt, Alter? This spot will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Behind you. The hunt. Okay, jetzt habe ich eine Filmrolle gekriegt. War auf jeden Fall ein Schatz. The Hunt. Oh, endlich wieder Farbe. Farbfernsehen, ole. Without me, you are just as lost as they are. Was willst du eigentlich? Dies soll sich ganz gut klarkommen ohne dich. Geschichte des Schauspielers Teil 2. Die Jagd. Ja, schön, werde ich jetzt gejagt oder was? Kann ich mich verarschen? Ach, jetzt bin ich in ihrem Zimmer. In seinem Zimmer. Oder? Ja klar. Hallo? Sieht aus, als hättest du einen guten Start erwischt. Freut mich, dass du ein Regisseur euch gut versteht. Mach einfach weiter so, dann ist das Ding bald im Kasten. Dein Freund und Agent. Weiß nicht. Setze die Maske auf. Ein Chart. Zeige dein wahres Gesicht. So eine Maske, Alter. Miyoshi überschickt die Rolle seines Lebens, der eine Charakter für den bestimmtes eine Bildhauer auf verleidigen ist, also eine Gestalt, bis nichts weiter bleibt als die Wahrheit. Okay, 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 beruhigt euch. Aber ich hab da jetzt nichts Neues, oder? Da, oh, hier haben wir Bilder. Stimmt, auf dem Schiff ist ein Feuer ausgebrochen, so war das, ne? Irgendwas war da. Das kenne ich, glaube ich. Irgendwann war da auf jeden Fall, ich weiß das auch schon, wir werden hier so genau. Testing 1, 2, 3.
are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. A few things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Good morning. Good man. Your name. What's your name? James, also der kleine Junge James Tunidi. Warte, bin ich bescheuert bei. James und Lily. Recording. Ich kann nach oben gehen. Ich habe eigentlich noch nichts gefunden. Doch ein paar Poster hier. Siehst du? Da. Ja, viel haben wir noch nicht gefunden, wa? Ein paar Poster, ich habe doch schon mehr als drei Poster gefunden. Stimmt, da Hand haben wir noch mal nicht geguckt, die Jagd. Now, they knew a part of the answer to the director's question. Before the world told them what to be. They were stowaways. Hidden deep in the entrails of the beast that was the ship. They hid and fought for survival, losing more and more of themselves. Now they had to descend again into the entrails of the beast. That was their own mind. Find what they lost. It was still there, buried, hidden away, locked in a vault. A prison of themselves. Deep down, there was only instinct. A need and an act. Hunger and violence. And was there also a choice? Ich glaube, den haben wir schon gesehen, oder? Doch nicht. Doch, ich kann eh nichts ändern. Die Jagd. Dein Charakter vor Motivation. Haben wir schon gemacht, haben wir beziehungsweise schon gelesen. Ist geschlossen. Do you remember hunger? Hunger. Hunger, Hunger oder Hunger im Sinne von ich will immer mehr. Ich brauche meinen Job. Hunger auf neue Jobs. Yeah, Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself.
Das ist ja kein Foto. Haben sie da angemalt? Und das ist von dem Künstler. Oh, was da? Hallo? Okay, war es irgendwie rückwärts? Was ist mit ihm passiert? Kumpel, wo kommt die Axt her? Okay. Sorry. Bisschen blöd. Oh, du bist ein Dummy, also. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Kann ich beide Räume gehen? Nee. Danke, wieso hast du eine Opernmaske auf unten? Beide in der Hand. Ich folge dir nach. Hallo? Was für ein Knarz, Alter. Hä? Wo ist der? Das hier wieder. Ah, den schicke ich da hin und hau den mit der Axt kaputt, wa? Keine Ahnung, ob das richtig war. Scheint so. Haha, du musst hier erstmal nicht gekriegt. Stimmt, an diese Szene kann ich mich auch erinnern. In den Maschinenraum.
Naja, was muss ich machen? Ah, so. Oh, warte, ich hab gar nichts gesehen, oder? Gut, so eine Beschreibung der Intention und 5 Wege in der Kontrolle, ganz so unter dem Ding, genau, genau. Zwei oder drei ist ja das Schichtende. Ich hätte jetzt auch jetzt keinen Bock hier lang zu latschen, ganz ehrlich. So. Ich hab keine Ahnung, wie ich überhaupt hin muss. Ich laufe hier einfach nur irgendwo lang. Was ist das? So eine Flacke auf meiner Kamera. Kein Essen mehr. Okay. Fliegendes Essen. Da war ich ja gerade für den Eingang. Ich hätte keinen Bock auf Gammelfisch, Gammeläpfel, Gammelbrot. So gut, lecker, nahrhaft. Juti, gut, dann würde ich auch sagen, bin ich mal hier passend das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Jo, gut.
jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Obermufti da kennengelernt. Gucken, was er sonst noch. Zu tun hat. Oder was wir noch mit dem machen können. Ja, einen Bösewicht haben wir jetzt. Der uns irgendwann nochmal eher auf den Sack gehen wird, ich denke wohl. Ich weiß gar nicht, haben wir den. Naja, die Frau haben wir im ersten Teil auch nicht erledigen können. Die konnte man immer nur aufhalten. Also ja, gucken, wie wahrscheinlich hier in diesem Teil auch sein. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt nachher alle komplett zusammenhängt, auch mit der Schriftstellerin. Maler, Schriftstellerin und Schauspielerin. Oder Maler, Schriftstellerin und Schauspieler. Wahrscheinlich so. Wie sie da zusammengepackt haben. Beziehungsweise wie sie generell diesen zweiten Teil gerebuildet haben. Bestimmt wohl echt. Bestimmt wohl geil. Also erster war jetzt geil, der zweite Teil ist ja gut, passiert jetzt nicht so viel. Aber ich denke mal, das kommt jetzt im Laufe des Spiels wieder noch einiges kommen. Allein schon werden wahrscheinlich einige Szenen kommen, indem ihr das Spiel auf den Sack gehen wird. Aber gut, mal gucken. Werden wir ja sehen. Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne mal nicht so dabei. Mich ganz gerne darauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auf euren schönen Tag. Bis dahin und tschüss.